So, es geht weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg, mir den Charger zu holen. Fahr deshalb jetzt zur nächsten Challenge. So. Die Straße haben wir entdeckt, eine neue. 7 Kilometer sind es noch. Wird nicht allzu lange dauern. Was halt ist, was man für die Bonustafeln kriegt, wenn man alle hat, weiß ich noch nicht. Mir fehlen noch 4 Stück oder so. Auf jeden Fall kriegt man halt für Forza Hub Points, dass man eben einen Rang aufsteigen kann und neue Belohnungen kriegt. Ich habe jetzt vorhin auch noch mal ein bisschen gespielt. Also jetzt nicht jetzt vorhin. Die Folge schließt jetzt sofort an nach der letzten. Sondern davor habe ich auch Horizon 2 gespielt und hier noch ein paar Straßen abgefahren, weil mir noch sau wenig Punkte zum nächsten Rang gefehlt haben. Und das hat sich gelohnt, weil ich habe den Rang erreicht, Rang 6 glaube ich, Tier Rank 6. Und dann habe ich jetzt statt 1.500.000 Kohle bekommen. Und natürlich 500.000, nur dafür, dass ich jetzt gewartet habe, 500.000 mehr, schon geil. Und danach gibt es jetzt, wenn man jetzt noch einen neuen Rang hat, da brauche ich jetzt 3.000 Punkte und das dauert wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange. Vor allem, ich habe den Vierer nicht, weiß nicht, ob ich den überhaupt erreichen kann. Auf jeden Fall gibt es dann nochmal 600.000 mehr für Forza 5 und Horizon 2. Koro, Fatball, servus! Der Kolo. Der Knecht fährt in Real Life auch solche Wagen, also jetzt nicht P1 oder so, aber der hat schon mehrere Sportwagen gefahren, weil der darf die testen sozusagen. Ja, schon cool. Ich hätte ein neues Feature für Horizon 3. Insektenschwärme, und wenn man die Insekten wegholzt, dass dann immer so, siehst du so die Flecken von den Insekten, wie sie da gegen die Scheibe klatscht, dass sie so schmutzig wird. Das wäre schon cool. Vielleicht so Blinker setzen wie bei Test Drive, so, wäre schon cool. Yeah. So. Melden wir uns an. Ja, ja. Schicker Schlitten, aber leider nicht für diese Veranstaltung geeignet. Möchtest du ins richtige Auto steigen? Jo, was ist denn das für eine Frage, Dorian? Du musst nur den Rekord dieses Typen im Beibehalten von hohen Geschwindigkeiten schlagen. Erteil ihm eine Lektion, dann muss er gegen dich antreten. Sein Ruf steht auf dem Spiel. Das werden wir schon schaffen. Für 12 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich die am Stück schaffen muss. Oder ob das okay ist, wenn ich die... Ja. Komm schon! Nein! Na, jetzt schaffen wir es hier. Am Stück. Es waren so ein paar Millisekunden nur. Oh. Aber jetzt haben wir es locker geschafft. Also schwer sind die Challenges wirklich nicht. Du erinnerst mich an mich selbst. Gute Arbeit, Mann. Ich bin beeindruckt. Yo. Du hast es geschafft. Jetzt musst du um Fahrzeugbriefe fahren. Das war aber leicht, den Typen zu überzeugen, gegen mich zu fahren. Da holen wir uns den Cha-Cha. Den Maserati, den will ich mir auch unbedingt noch holen. Der ist nämlich cool. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Maserati Ghibli oder Ghibli. Irgendwie wird schon richtig sein. Ah, der ist cool. Also, als bezahltes DLC will ich es jetzt, wenn man weiß, was Horizon 2 kann, finde ich cool, dass es kostenlos ist. Also holt euch auf jeden Fall noch vor dem 10. April.
Es ist cool zu spielen, aber ich glaube, wenn es bezahlt ist, holt man sich es eher lieber nicht. Weil eben... Ja, weil wenn du das Hauptspiel kaufst, hast du halt viel, viel mehr. Hier hast du halt nur so ein paar Wagen, die man sonst nicht fahren kann. Und das mit diesem... dieser Challenge da, wo du jetzt die Schilder wegholst, das ist ja auch nur eine einzige. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wie deine Entscheidung, Mann. Heck, heck. Nimm mir den Kuh da. Let's go. Yo. Das ist ein klassisches Straßenrennen um Fahrzeugbriefe und der Typ meint, er hätte dich durchschaut. Zeig ihm, wer hier den Durchblick hat. Na toll, der darf mit der Viper fahren. Wie fair ist das denn? Also ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, schaut's mal, wenn ihr Lust habt, auf unseren Zweitkanal von Da Frankie und mir, Gameanstalt vorbei, unten in der Beschreibung verlinkt, gibt's Gaming News, Gaming Facts, Mythen, Top 10. Im Moment haben wir nur Facts und News, aber Mythen und Top 10 werden jetzt auch demnächst kommen. Vor allem Top 10 ist jetzt schon in der Mache, das dauert ewig, weil wir jetzt gescheit machen wollen. Schaut mal rein, das sind coole Sachen, in hoher Qualität auch übrigens. Yeah. Da wird auch nochmal ein Video extra kommen, wo ich den Kanal vorstelle. Oder Franks ihn vorstellt. Wo halt so alles gesagt wird, was dann so abgeht dort. Ne? Ja, da brauchen wir auch erstmal noch ein paar mehr Videos. Nein! Frechheit. So, yeah. 12 Fahrer sind es sogar, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber es zählt ja eh nur den Charger zu schlagen, der eh irgendwie schlecht ist. Sorg dafür, dass das bis zur Ziellinie so bleibt und wir haben es geschafft. Die Telefonzellen sind immer cool. Achso, wenn ich schon dabei bin, habe ich ja vorhin gesagt mit den Insekten. So, was würdet ihr denn cool finden für den nächsten Teil? Was sollte reinkommen? Neben verbesserter Grafik und neuen Autos und sowas. Welche Location würdet ihr cool finden? Was soll reingebracht werden sollen? Irgendwie, keine Ahnung. Bessere Wettereffekte kommen oder dergleichen. Oder... irgendwelche Tuning-Optionen, also richtig viele auch vom Aussehen her. Schreibt's mal unten rein. Macht ihr eh nicht, aber ich sag's halt einfach. Ich bin ein sozialer Mensch. Nicht mal bei Gameranstalt kommentieren sie. Und da haben wir irgendwie, keine Ahnung, fast 30 Likes irgendwie von dem Video. Naja, was soll's. Wie lange haben wir noch? Oh, wir haben noch ziemlich lange Zeit. Yeah. So, Charger gehört mir. Tja, er wollte ja um Fahrzeugbriefe fahren. Dann bist du wohl der neue Besitzer. Nur kein schlechtes Gewissen. Das Auto war sowieso viel zu gut für ihn. Aber bei uns ist es gut aufgehoben. Okay, komm zurück zum Fuhrpark. Geiles Gerät. Nee, warum, was will ich beim Fuhrpark? Hey, nein! In 200 Metern nach... Ah, hier kann ich Schnellreise hinmachen. Nicht schlecht. Machen wir sofort. Hello, bitch! Der 2015er Dodge Charger. Modern Muscle vom Feinsten. Geiles Ding. Es fehlen noch einige Autos.
steig ein und an die Arbeit. Jo. Ich habe noch ein paar Hinweise, denen du folgen könntest. Mit welchem möchtest du anfangen? Mit dem linken, weil der ist näher dran, weißt du? Dann Challenger gibt's dafür. Geiles Gerät. Geiler Sound. Aber mit MPH, seht ihr es drin? Die Uhrzeit sehe ich hier nicht. Weil bei Forza 5 war das so. Das könnten wir in die Gaming Facts mit aufnehmen, kommt mir gerade. Das machen wir. Weil Franks macht hier die Gaming Facts und ich schaue dann auch immer nach. Beziehungsweise überlege ich mir Facts, die man reinnehmen kann. Hab ihn auch schon einige geschickt. Bei Forza Motorsport 5, wenn man da ins Auto schaut, und da kann man, bei manchen kann man ja die Uhrzeit sehen, weil da eben eine Uhr drin ist, ist die Uhrzeit genau die gleiche wie auf der One selbst. Also wenn jetzt auf der One irgendwie 20 Uhr ist, ist da auch 20 Uhr. Auch wenn es im Spiel selbst irgendwie Tag oder Nacht ist, und das finde ich irgendwie schon cool. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Kommen Sie unter die ersten drei. Deine Entscheidung, Mann. Mit denen wäre klar. Vielleicht, wenn wir das Spiel komplett abgeschlossen haben mit 1000G, vielleicht kann man dann die Autos ins Spiel bringen. Er sagt, dass alle, die unter den ersten drei landen, um sein Auto fahren können. Das schaffst du doch, oder? Ja, klar. Vielleicht dass die halt dann vielleicht ins Hauptspiel kommen, das wäre cool. Wenn dem so sei, würde ich das nochmal in so ein Video reinpacken. Also wenn ich die 1000G erreiche, spiele ich nochmal den Zweier. Schau danach, und wenn dem so sein sollte, würde ich dann in die letzte Folge am Ende das nochmal sagen. Oder vielleicht, wenn ja jemand schaut und sagt, weiß nicht, ob er sich einen Zweier holen soll, weil er vielleicht die Autos hier schon cool genug findet. Und, aber es gibt, würde die Autos dann im Zweier geben, wäre es natürlich cool. Drop. Komm schon! Nein, hat nicht gezählt, scheiße. Wenn du ganz, ganz am Rand bist, zählst du meistens noch. So wie jetzt halt. The Danny und the Yuri. Das sind übrigens alles so Driver-Tare, der es noch nicht weiß. Das sind halt wirklich so. Die Typen fahren halt so ähnlich wie die Spieler, die in Real Life, also wenn die in Real Life so fahren würden in Forza, würden die dann halt da auch so ähnlich versuchen zu fahren. Wenn zum Beispiel ein Kumpel von mir immer die Kurven schneidet, dann versucht sein Driver-Tar sozusagen das auch so ein bisschen zu machen, je nachdem welche Schwierigkeitsgrad du einstellst. Wie das ganz funktioniert, weiß ich auch nicht, aber das scheint zu funktionieren. Das ist ganz gut. Oh, das Rennen ist ein bisschen länger als die anderen. Oh, ist cool. Weil ich auch cool fand, dass sie zumindest einen Scheunwagen reingetan haben. Finde ich nicht schlecht. So, noch meine ersten Videos, die Scheunen Guides für Horizon 2. Weil ich bin. Ich glaube, seit Oktober habe ich jetzt mit YouTube angefangen oder so. Und da habe ich eben diese Shining Guides gemacht von Horizon 2. Sind ganz gut gelaufen. Bestes Video, wie gesagt, das Far Cry Video ist gleich, keine Ahnung, schon über 41.000 Aufrufe hat. Wenn man eingibt Far Cry 1 geheimes Ende, Far Cry 4 geheimes Ende Deutsch, dann kommt mein Video ganz am Anfang. Schon cool. Auch voll der Zufall, wie ich das geschafft habe.
bin da einfach am Anfang stehen geblieben, hab das Zeug angehört, hab die Game Capture laufen lassen, weil ich hier das ganze Spiel aufgenommen hab. War weg, kommt zurück und auf einmal läuft er da ab. Also auf einmal bin ich da, stehe ich dann da. Wisst ihr, da wo man die Urne da reinbringen muss, da. Und danach kam ihm gleich der Abspann. Da habe ich mir gedacht, what the fuck? Da habe ich gedacht, okay, ist jetzt das Spiel weitergelaufen, aber dass dann der Abspann kann, hat mich schon gewonnen. So. Cool, super gemacht. So, haben wir schon mal die erste Aufgabe erfüllt. Dass wir beim bald gegen den Challenger fahren dürfen. Eine müssen wir noch schaffen. Ab in der nächsten Folge geht's weiter. Ich sage ciao. Yeah.